Hallo und herzlich willkommen zurück bei Une Vie Fralmonde. Mein Name ist Jasmin und ich bin eine Deutsche, die in Frankreich lebt. Und auf meinem Kanal sprechen wir über deutsche und französische Kultur und Sprache auf Deutsch und auf Französisch. Also, falls euch das interessiert, dann abonniert gerne diesen Kanal. Und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, dort heiße ich auch Une Vie Fralmonde und teile ein bisschen mehr aus meinem Alltag hier in Lyon. Und heute werden wir über ein Thema sprechen, nach dem ich immer wieder gefragt werde, nämlich warum Franzosen eigentlich so schlecht Englisch sprechen. Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema und ich möchte auch vorab ein paar Dinge klarstellen. Und zwar ist es natürlich nicht so, dass alle Franzosen schlecht Englisch sprechen oder kein Englisch sprechen. Ich kenne durchaus Franzosen, die sehr, sehr gut Englisch sprechen. Genauso gibt es Deutsche, die sehr schlecht Englisch sprechen, obwohl man ja immer sagt, dass Deutsche so gut sind. Aber auch unter den Deutschen sprechen nicht alle perfekt fließend Englisch. Und ein ganz wichtiger Punkt, und darauf werde ich vielleicht auch später noch ein bisschen im Detail eingehen, ist, dass viele Franzosen auch einfach behaupten, sie könnten kein Englisch, aber eigentlich doch ganz gut Englisch können. Genau, also ihr seht, ein sehr komplexes Thema. Wir werden uns jetzt erstmal die Zahlen anschauen und danach werde ich euch versuchen zu erklären, warum Franzosen in Englisch nicht ganz so fort sind, wie man auf Französisch sagt, also nicht ganz so stark, nicht ganz so gut. Und ich hoffe, dass diese Frage für euch danach geklärt ist. Ich habe hier meinen Laptop stehen, weil ich so ein paar Zahlen recherchiert habe und hier auf meinem Skript habe, also nicht wundern. Und wir schauen uns jetzt als erstes mal die Zahlen an, also die Realität. Sprechen Franzosen wirklich so schlecht Englisch? Es gibt in sehr regelmäßigen Abständen eine weltweite Studie darüber, wie gut in den jeweiligen Ländern Englisch gesprochen wird. Und zwar ist das der sogenannte English Proficiency Index. Und ich habe mir jetzt einfach mal den von 2020 angeschaut. Der wird erstellt von Education First, EF. Und laut diesem Ranking, ich muss die Zahl ablesen, belegt Frankreich den Platz 28 im weltweiten Ranking und Deutschland hingegen Platz 8. Also liegen zwischen dem deutschen Sprachniveau und dem französischen Sprachniveau einfach mal ganze 20 Länder. Obwohl wir eben Nachbarländer sind. Also ihr seht, da gibt es schon einen beträchtlichen Unterschied. Ihr seht aber auch, dass Deutschland nicht gerade an der Spitze steht. Also auf den ersten Plätzen sind natürlich alle nordeuropäischen Länder, die ja auch den Ruf haben, sehr anglophon zu sein. Aber interessanterweise auch Portugal und Österreich. Also unsere österreichischen Nachbarn sprechen scheinbar besser Englisch als wir. Ich muss auch auf jeden Fall sagen, ich habe das Ganze nochmal mit 2018 verglichen und die Franzosen haben sich auch schon verbessert. Seit 2018 sind sie einige Plätze aufgerutscht, denn damals waren sie noch auf Platz 35. Also von Platz 35 auf Platz 28 ist ja schon mal ein guter Sprung und wir werden sehen, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickelt. Aber gut, wie ihr anhand dieser Zahlen sehen könnt, sind die Franzosen jetzt vielleicht nicht die allerstärksten, was Englisch betrifft. Und das hat verschiedene Gründe, über die wir sprechen möchten. Also, wenn man Franzosen fragt, warum sie denn so schlecht Englisch sprechen, dann kommt ganz oft folgende Aussage. Und zwar sagen sie, dass Englisch für sie schwieriger ist als für uns Deutsche. Und da ist schon was Wahres dran, denn Englisch und Deutsch sind beides germanische Sprachen. Das heißt, wir haben einfach einen gemeinsamen Sprachursprung. Und Französisch ist ja eine lateinische Sprache. Das heißt, hat eher einen Sprachursprung beispielsweise mit Italienisch und Spanisch gemeinsam. Ich finde das einen sehr interessanten Punkt. Allerdings denke ich mir gleichzeitig, gibt es ja durchaus auch andere Länder, die jetzt keine germanische Sprache sprechen, die trotzdem besser Englisch sprechen als die Franzosen. Insofern glaube ich nicht, dass das der alleinige Grund ist. Aber es ist wohl wirklich so, dass man natürlich Sprachen, die mit der eigenen Sprache verwandt sind, leichter lernt. Und möglicherweise ist für uns Deutsche daher Englisch einfach etwas leichter zu erlernen. Ich bin aber ganz sicher, dass das nicht der einzige Grund ist. Es gibt ja schließlich auch Franzosen, die sehr gut Englisch sprechen. Sie sind mir schon begegnet. Also wenn sie es können, warum können es da andere nicht? Oder warum kann ich denn zum Beispiel als Deutsche gut Französisch, obwohl ich keine lateinische Muttersprache habe? Also ihr versteht schon, es ist so ein bisschen schwierig. Ich würde aber trotzdem auch sagen, das habt ihr sicherlich auch in der Schulzeit erlebt, falls ihr Französisch gelernt habt, dass Französisch schon deutlich schwieriger war als Englisch und dass auch so im Schnitt in der Klasse die meisten es eher leichter im Englischunterricht hatten als jetzt im Französischunterricht. Genau, also ein bisschen was Wahres ist da sicherlich dran. So, der nächste Punkt, und der ist eigentlich sehr wichtig und auch etwas sehr Kulturelles, ist, dass Frankreich eine etwas ablehnendere Haltung gegenüber Englisch hat als wir Deutschen. Also wir Deutschen lieben das ja zum Beispiel, alle möglichen englischen Wörter ins Deutsche zu übernehmen und statt den Infoschalter gibt es dann nämlich den Infopoint am Bahnhof oder solche Dinge. Also das ist ja so ein Prozess, den es seit langem gibt, auch Denglisch genannt. Und wir haben damit irgendwie nicht so große Probleme. In Frankreich ist es aber ganz anders. Also erstmal muss man sagen, war Frankreich jahrhundertelang die wichtigste Sprache, die alle gelernt haben, also schon vor Englisch.
Und ich glaube, so ein bisschen hat sich dieser Anspruch im französischen Denken erhalten, dass Französisch eine sehr, sehr, sehr wichtige Sprache ist. Natürlich ist Französisch auch immer noch eine wichtige Sprache, denn sie wird in super vielen ehemaligen Kolonien Frankreichs beispielsweise immer noch gesprochen. Und auch in einigen anderen europäischen Ländern, wie ihr wisst, beispielsweise Belgien, Luxemburg und so weiter. Also Französisch ist eine wichtige Sprache, aber hat natürlich inzwischen trotzdem nicht mehr den Rang, den Englisch quasi hat als internationale Sprache. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Franzosen wollen das nicht so ganz einsehen. Ich habe auch oft erlebt, dass Franzosen so ein bisschen diese Haltung haben, dass jeder irgendwie Französisch sprechen muss. Und wenn zum Beispiel man nach Frankreich einwandert, auswandert, wie auch immer man das nennt, wird schon von einem erwartet, dass man sich auf jeden Fall bemüht, Französisch zu lernen und das möglichst schnell. Also mit Englisch kommt man hier nicht so weit und es wird auch irgendwie nicht so gut angesehen, wenn man nicht die Sprache lernt, während es in Deutschland, also ich denke da jetzt an Berlin, schon so ein bisschen akzeptierter ist, dass Ausländer gar nicht erst versuchen, Deutsch zu lernen, weil Deutsch so schwierig ist. Franzosen lassen das als Ausrede aber zum Beispiel nicht gelten. Also es gibt auf jeden Fall eine jahrhundertealte Konkurrenz natürlich auch zwischen England und Frankreich, das kommt dann natürlich auch hinzu. Also so ein bisschen historische Gründe einfach, die man betrachten und beachten muss. Frankreich hat sich auch zum Ziel gesetzt, seine Sprache zu schützen, was Deutschland nicht in dem gleichen Maße getan hat. Vielleicht habt ihr schon mal von der berühmten Académie Française gehört, die versucht, ja, die französische Sprache zu schützen. Und zum Beispiel immer, wenn ein neues Wort aus dem anglophonen Sprachraum nach Frankreich schwappt, dann versuchen sie, eine französische Alternative zu finden. Also zum Beispiel aus der Happy Hour wird dann die Joyeuse oder sowas in der Art. Also es gibt immer noch mal eine französische Version des englischen Wortes und die Académie Française hofft dann, dass die Leute sich dieses Wort angewöhnen. Allerdings ist das inzwischen auch hoffnungslos. Aber es ist auf jeden Fall Bemühungen vorhanden. Und es gibt zum Beispiel auch im französischen Radio eine Quote, die besagt, dass 70% des französischen Radioprogramms auf Französisch sein muss. Also, dass französische Musik stärker vorhanden sein muss als englischsprachige Musik, was bei uns ja zum Beispiel auch überhaupt nicht der Fall ist. Also allgemein, man könnte das so ein bisschen zusammenfassen, haben die Franzosen etwas gegen den Allmachtsanspruch des Englischen und dagegen, dass Englisch als die Weltsprache Nummer 1 gilt. So, der dritte Punkt, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist das französische Schulsystem. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, denn ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist sich da einiges am Tun. Also es wird versucht, das Ganze besser zu machen. Aber es war einfach lange so, dass der Sprachunterricht in Frankreich nicht sehr gut war. Und ich vermute mal, teilweise ist er das immer noch nicht. Was heißt das? Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel mal Schüleraustausch mit Frankreich gemacht habt. Ich habe das gemacht in der 8. Klasse und war dann dort eine Woche in der Schule und mein Englisch war besser als das Englisch der Englischlehrerin. Und ich war 15 oder so. Und das ist mir damals schon sehr stark aufgefallen. Also teilweise sind die Lehrer schon mal nicht besonders gut in der Fremdsprache, die sie unterrichten. Dann hat sie zum Beispiel auch im Unterricht nicht die ganze Zeit Englisch geredet, wie es meine Englischlehrerin getan hat, sondern hat eigentlich immer nur Französisch geredet. Außer sie hat dann irgendwas erklärt, dann war natürlich das Wort, das sie erklärt hat, auf Englisch, aber der Unterricht war immer auf Französisch. Das fand ich damals auch schon komisch. Und die Schüler wurden nicht ermutigt zu sprechen. Frankreich hat sehr viel Frontalunterricht. Also der Unterricht ist nicht wie in Deutschland so, dass die Schüler angehalten werden, die ganze Zeit mitzumachen, sondern im Regelfall hast du einfach einen Lehrer, der redet und die Schüler schreiben mit. Auch das soll sich langsam ändern, aber soweit ist das Land oder die Kultur einfach noch nicht, beziehungsweise ja, dieser Wandel ist noch nicht vollzogen. Und deshalb werden Schüler einfach nicht ermutigt, viel zu sprechen und viel beizutragen zum Unterricht. Und das führt dann eben auch dazu, wenn man nicht spricht, dass man die Sprache nicht so gut lernt. Und ganz oft ist das so, dass Franzosen zum Beispiel eine Sprache schriftlich schon ganz gut beherrschen, aber überhaupt nicht sprechen können. Also ich kenne Leute, die können ganz gut auf Englisch schreiben, aber die würden niemals den Mund aufmachen und Englisch sprechen. Und in Deutschland werden wir permanent dazu ermutigt zu sprechen. Also bei uns im Unterricht hat man Englisch gesprochen und ja, das war's eben. Und dann gibt es da einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch in der französischen Pädagogik, den ich persönlich so ein bisschen kritisch sehe. Und zwar hat Frankreich eine Kultur der Spitzenleistung, wie man das sagen könnte. Also ihr habt ja auch vielleicht schon mal von den Grandes Écoles gehört. Also es gibt hier ganz viele Elite-Hochschulen und es gibt so ein bisschen, ja, doch schon ein sehr elitäres Denken im Schulsystem auch. Und Schüler werden immer dazu angehalten, perfekt zu sein und immer das Beste aus sich herauszuholen. Und wenn man eine Sprache lernt, dann ist man natürlich am Anfang nicht perfekt. Man macht Fehler, man hat einen Akzent, wie auch immer. Man macht einfach Fehler
Und da Franzosen dann dieses elitäre, sehr perfektionistische Denken haben, haben sie oft Angst, Fehler zu machen. Und sie haben Angst vor Spott. Das ist auch etwas, was ich ganz oft so in der französischen Kultur sehe. Angst, sich lächerlich zu machen, Angst vor Spott. Und deshalb spricht man dann lieber gar nicht. Im Schulunterricht ist das dann beispielsweise so, der Schüler hat Angst, dass er einen blöden französischen Akzent hat, wenn er Englisch spricht und traut sich deshalb dann lieber gar nicht zu reden. Was natürlich absolut kontraproduktiv ist, denn dadurch kann man eine Sprache nicht lernen. Aber der Fehler liegt auch wieder bei Seiten der Lehrer häufig, denn die Lehrer machen sich teilweise über die Schüler sogar lustig. Das habe ich auch schon erlebt. Das hat mich richtig schockiert. Ich war Lehrerin in Lyon an einer Schule für ein paar Monate, so Vertretungslehrerin, und habe dort mit den Schülern das mündliche BAC, also die mündliche Deutsch-Abi-Prüfung, vorbereitet. Und eine Schülerin hat so ihren Vortrag gehalten auf Deutsch und danach hat die Lehrerin zu ihr gesagt, dein Akzent ist wirklich furchtbar, du hast total einen französischen Akzent, wenn ich das höre, da möchte ich mich übergeben. Also so hat sie sich ausgedrückt und ich war völlig hilflos, weil so etwas habe ich in meiner Schulzeit nie erlebt. Also niemals hätte eine Lehrerin oder ein Lehrer zu mir gesagt, dein Akzent ist so schrecklich, halt lieber den Mund. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen einfach der falsche pädagogische Ansatz, wenn man eine Sprache lernen möchte. Man muss Leute ermutigen zu sprechen und ihnen sagen, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Beispielsweise ich mache YouTube-Videos auf Französisch und ich weiß, ich mache Fehler, ich weiß, ich habe einen Akzent, aber es ist mir einfach egal, weil ich schon in der Schulzeit gelernt habe, es ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass du kommunizieren kannst. Und diese Denkweise ist in Frankreich vielleicht nicht ganz so stark vorhanden. So, der nächste Punkt, der ist auch ganz wichtig, und zwar sind Franzosen einfach weniger international mobil als zum Beispiel die Deutschen. Das heißt, die brauchen einfach nicht so viel Englisch. Ihr habt das vielleicht schon häufiger gehört, dass Franzosen Weltmeister sind im Urlaub im eigenen Land machen und es ist wirklich verrückt. Ich habe mal die Zahlen nachgeschlagen, allerdings sind die von 2014, also inzwischen haben sie sich eventuell nochmal verändert. Ich habe leider nichts Aktuelleres gefunden, aber 2014 haben 87,9% der Franzosen Urlaub im eigenen Land gemacht und 3% dann auch noch in den französischen Überseegebieten. Also völlig verrückt. Quasi fast alle Franzosen haben Urlaub im eigenen Land gemacht. In Deutschland hingegen zieht es 69% der Bevölkerung ins Ausland. Das heißt, nur 31% der Deutschen machen Urlaub im eigenen Land. Das ist jetzt natürlich auch nicht so überraschend, denn wir haben einfach nicht so schönes Wetter wie in Frankreich und vielleicht auch nicht so diese großartige landschaftliche Vielfalt. Also meiner Meinung nach, Deutschland ist auch ein sehr schönes Land, aber vielleicht jetzt nicht ganz so atemberaubend wie Frankreich teilweise. Und die Deutschen sind allgemein sehr, sehr mobil. Wir sind auch wirklich, glaube ich, eine der Nationen, die am allermeisten reist. Und wenn man reist, ist Englisch natürlich eine super wichtige Sprache und sehr, sehr praktisch. Da Franzosen nicht so viel reisen, brauchen sie auch kein Englisch. Leider ist da so ein bisschen die Frage mit der Henne und dem Ei, wie man so schön sagt. Bleiben die Franzosen so viel im eigenen Land, weil sie kein Englisch können? Oder können sie kein Englisch, weil sie so viel im eigenen Land bleiben? Wir wissen es nicht. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall auch einen Einfluss hat. Und da zeichnet sich auf jeden Fall auch ein Trend ab. Denn Franzosen gehen jetzt auch immer mehr im Ausland reisen und machen auch immer mehr Auslandssemester, Erasmus und so weiter. Das heißt, langsam aber sicher erkennen auch sie den Wert des Englischen. Und ich bin der Meinung, dass da auf jeden Fall ein positiver Trend in der Zukunft besteht. Und der letzte Punkt, das ist so ein bisschen auch vermischt mit dem, was ich schon gesagt habe, aber ich würde einfach mal sagen, dass Englisch hier kein Teil der Alltagskultur ist und Frankreich auch vielleicht allgemein nicht so international interessiert ist. Wenn ihr mal französische Nachrichten geschaut habt, dann wird euch vielleicht auffallen, dass wahnsinnig viel über Frankreich geredet wird, aber gar nicht so besonders viel über das Ausland. Und wenn über das Ausland geredet wird, dann ganz oft über die ehemaligen Kolonien. Aber im Verhältnis zu den deutschen Nachrichten wirklich durchaus weniger über das Ausland. Da ist auch wieder die Frage, liegt es daran, weil man gar nicht so einen weiten Horizont hat, weil man nicht so viel reist oder, ne? Also man weiß nicht so genau. Aber ich würde sagen, da wir Deutschen doch auch sehr am Internationalen und an Europa und so weiter interessiert sind, haben wir vielleicht auch mehr Ambitionen, Englisch zu lernen als Franzosen. Also das ist so ein Punkt, den ich sehe. Und dann mit der Alltagskultur, wie gesagt, die Quote im Radio, also man hört einfach sehr viel mehr Französisch, Englisch ist nicht so präsent. Und es ist in Frankreich sogar so, wenn man ein Werbeplakat hat und da ist irgendein Spruch auf Englisch, dann muss der übersetzt werden. Also da steht dann immer ein Sternchen dran und unten steht dann nochmal die Übersetzung auf Französisch. Das hat mich am Anfang sehr amüsiert. Aber hier wird alles übersetzt, selbst simple Wörter wie
smile oder be happy wird alles übersetzt, weil man davon ausgeht, dass die Franzosen nicht verstehen und weil man seine eigene Sprache schützen möchte. So, bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch einmal auf etwas eingehen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und zwar, dass man auch nicht immer alles glauben soll, was Franzosen einem sagen. Denn ich habe schon ganz oft erlebt, dass Franzosen gesagt haben, sie könnten kein Englisch. Und als es dann darauf ankam, waren sie doch gar nicht so schlecht. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Aber ich finde, dass Franzosen sehr oft zu bescheiden sind und nicht angeben wollen. Und dann so sagen, nein, ich kann überhaupt kein Englisch, obwohl sie eigentlich wirklich ganz gut Englisch können. Und ich glaube, wir Deutschen sind vielleicht schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, selbstbewusster und haben vielleicht auch kein Problem, so ein bisschen anzugeben und sagen dann auch voller Selbstbewusstsein, hey, ich kann gut Englisch. Und das erlebt man in Frankreich einfach nicht so häufig. Und Franzosen sind auch sehr selbstkritisch, das heißt, ihnen macht ihr Akzent einfach wahnsinnig viel aus. Und genau, all das führt irgendwie so dazu, dass sie auch selbst so von sich das Bild haben, sie könnten kein Englisch, auch wenn das teilweise einfach gar nicht stimmt. So, das war vermutlich ein relativ langes Video. Ich hoffe, dass ihr jetzt so ein bisschen besser versteht, warum Franzosen nicht so gut Englisch können. Und mich würde mal eure Meinung und Erfahrung dazu interessieren. Und falls ihr Franzosen seid, sagt mal, könnt ihr Englisch oder könnt ihr kein Englisch? Oder wie seht ihr selbst das? Findet ihr, ich habe das gut zusammengefasst? Oder findet ihr, ich habe das total falsch erklärt? Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und ich sage euch tschüss, au revoir, à la prochaine.